Und herzlich willkommen zu Veras Blockflötenkanal. In diesem Video möchte ich euch mal meine Ganassi Blockflöten vorstellen. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ich hatte ja zuletzt schon ein Video gemacht über meine ganzen Altblockflöten aus der Hochbarockzeit, zumindest die dem nachempfunden sind, dem nachgebaut sind, und habe in dem Video nicht alle meine Blockflöten vorgestellt, weil das den Rahmen gesprengt hätte, weil ich so viele verschiedene habe. Und dann haben mich einige von euch gebeten, mal etwas speziell über die Ganassi-Flöten zu erzählen. Also die sogenannten Ganassi-Blockflöten. Warum heißen die so? Die sind benannt nach dem Blockflötisten Silvestro Ganassi, der in Italien gelebt hat von 1492 bis 1565. Also Ganassi hatte eigentlich meinen Traumjob. Der war Blockflötist am Markusdom in Venedig und er hat auch ein berühmtes Lehrwerk für Blockflöte verfasst, La Fonte Gara, im Jahr 1535. Und in diesem Lehrwerk sind auch schöne Blockflöten abgedruckt, die eben so ähnlich aussehen wie meine hier. Man weiß nicht ganz genau, ob Ganassi genau diese Blockflöten so gehabt hat, wie die heute gebaut werden, aber man denkt, dass das dem ziemlich nahe kommt, die typischen Merkmale hat. Also wie ihr seht, ist die ziemlich gerade. Sie hat keine Verzierungen, also wie hochbarocke Flöten, die ja so Ringe drauf haben und Einteilungen und auch eine bauchige Form hier und dieses Schlanke. Und die Ganassi-Flöten sind eben ganz gerade. Die einzige Verzierung, die die haben können, ist so ein Ring zwischen den beiden Flötenteilen. Also ich zeige euch das mal. Ich kann das Kopfstück abmachen und kann den Ring auch abmachen. Und der ist schön verziert. Und dann seht ihr ja gleich, dass die Flöten zweiteilig sind und nicht in drei Teilen, wie die hochbarocken Flöten. Ich will jetzt heute keinen Vergleich zwischen Ganassi und Hochbarock machen. Das wäre nochmal ein eigenes Video wert. Nur, dass man mal so ein bisschen eine Information bekommt. Genau, dann sind sie eben sehr gerade geschnitten. Sie haben riesige Löcher im Vergleich. Ich zeige euch jetzt mal hier eine Hochbarock Tenorflöte, jetzt komm ich doch wieder zum Hochbarock, aber einfach, dass ihr die Löchergröße mal unterscheiden könnt. Außer, dass die Löcher sehr groß sind, gibt es auch keine Doppellöcher, es gibt nur einfache Löcher. Also Doppellöcher, doch wieder die hochbarocke Flöte, die gibt es ja im Hochbarock hier, sodass man die Halbtöne spielen kann und das gab es da noch nicht. Deshalb, das ist ja aus einer früheren Zeit, muss man die Chromatik, also die Halbtöne, bei manchen Tönen dann selbst machen, indem man die Löcher eben nur halb öffnet. Und was jetzt eigentlich noch viel wichtiger ist, als wie die außen aussehen, ist das Rohr. Das Rohr ist zylindrisch gebohrt, das heißt, das ist oben genauso weit wie unten, wobei unten wird es noch mal ein bisschen weiter sogar. Also es ist im Prinzip zylindrisch und unten leicht konisch, so wie das heißt, während ja diese normalen hochbarocken Blockflöten, wie ihr sie meistens kennt und wahrscheinlich die meisten von euch spielen, die haben ja oben eine größere Öffnung als unten. Die werden ja schmaler nach unten. Und das macht eben diesen wahnsinnigen, vollen, klaren Klang aus von den Ganassi-Flöten. Die sind also wirklich sehr, die haben Power und die sind sehr, ja, rund und voll. Thank you.
Aber ich fange jetzt mal an mit konkret, welche Flöten ich habe. Also, das ist eine Sopran-Ganassi-Blockflöte, gebaut von Andreas Schwob aus der Schweiz. Und die hat einen wahnsinnigen, vollen, schönen, weittragenden Klang. Also, die klingt in der Kirche wirklich ohne Probleme lauter als jede Geige und ist so schön im Klang im großen Raum. Der Haken an der Sache ist dann, dass die unglaublich viel Luft braucht. Also da muss ich wirklich jedes Mal wieder mich gut drauf einspielen, wenn ich vorher eine hochbarocke Flöte gespielt habe oder sogar eine Ganassi von einem anderen Flötenbauer, weil natürlich das nicht ganz von selbst geht bei der. Und wie zu allen Ganassi-Flöten, die ich habe, habe ich auch hier verschiedene Unterteile, die dran geschraubt werden können, je nach Stimmung, in der ich dann spielen muss. Also das variiert von 466 Hertz, was einen halben Ton höher ist als die moderne Stimmung, über 440 Hertz, was dann die normale heutige Stimmung wäre, bis zu 415 Hertz habe ich die sogar auch, weil man das manchmal auch braucht. Dann habe ich hier einen Ganassi-Sopran von Bodil Diessen gebaut und diese Flöte gehört mir mal wieder nicht, die gehört meiner Tochter und die hat sie wieder hier deponiert und ich darf die spielen, zum Glück. Und das ist eine wunderbare Flöte, die wirklich mit großer Leichtigkeit in der Höhe spielt und in allen Lagen und wirklich sich sehr easy spielt und sehr schön klingt. Sie hat nicht die ganz so die Tiefe, diese extrem volle, runde Tiefe wie die Schwob, aber dafür spielt sie sich vom Atem her auch super leicht und ja, wunderbar. Und ebenfalls von Bodil Diessen und ebenfalls meiner Tochter gehörend ist dieser G-Alt, der, ja, über den ich eigentlich das Gleiche sagen kann. G-Alt ist ja schon ein bisschen größer zu greifen und kann auch recht anstrengend sein zum Blasen oder zum Greifen. Und bei der ist das wirklich ganz wunderbar. Dann hat man das Gefühl, dass man eigentlich nur Sopran spielt, ganz federleicht. Und sie klingt trotzdem sehr schön. Ja, und dann ist doch noch mal ein Riesenunterschied zu dieser G-Alt-Flöte. Also G-Alt bedeutet ja, dass der tiefste, das ist eine Altflöte, eine Altblockflöte, und der tiefste Ton ist aber kein F, so wie ihr das heutzutage kennt, sondern ein G. Und ein G-Alt war damals eigentlich, zum Beispiel im Blockflötenensemble, die Oberstimme. Man hat damals eigentlich nicht im Ensemble mit einer Sopranflöte oben gespielt, wie wir das heute machen, sondern eigentlich mit einem G-Alt als Oberstimme. Und ja, die kann ich viel einsetzen, wenn es nicht ganz so schrill klingen soll wie mit einer Sopranflöte. Und die ist auch wieder von Andreas Schwob und hat auch diese gleiche Sache. Braucht extrem viel Luft und hat dann aber einen extrem schönen, vollen Klang. Und ja, die Löcher sind auch irgendwie schwieriger bei den Schwobflöten, finde ich. Also da wirklich alles abzudecken und hinzukriegen, da muss ich mich jedes Mal wieder richtig gut ein paar Wochen einspielen, wenn ich darauf ein Konzert geben will. Habe
ich tatsächlich noch eine G-Alt und die ist alt. Die ist uralt. Die ist von Adriana Bröking gewesen. Habe ich aber nicht selbst bei Adriana Bröking gekauft, sondern das ist wieder so ein Überbleibsel von dieser allerersten Zeit, als ich noch nicht so ausgestattet war mit Flöten. Und irgendjemand hat mir die dann vermacht mit der Info, ja, die spielt eigentlich nicht, die ist nicht in Ordnung, die spielt nicht so gut. Und die ist halt sehr gefährlich, die kann überkippen und wird auch nach ein paar Minuten eigentlich so zu, dass sie nicht wirklich einsatzfähig ist. Und ich glaube, ich habe mal vor wirklich 30 Jahren die auf irgendeiner Ausstellung der Adriana Brücking gezeigt und vielleicht hat sie auch was dran gemacht. Da ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist sie so ein bisschen Waisenkind, ehrlich gesagt. Also die Flöte, nicht Adriana. So, und dann kommt das Herzstück meiner Ganassi-Sammlung und ebenfalls von Andreas Schwob. Ich habe damals tatsächlich Tenor, G-Alt und Sopran in einem Rutsch gekauft, weil mich das umgehauen hat. Ich bin zu ihm hingefahren in die Schweiz und konnte da alles ausprobieren und ich habe sofort diese Flöten mitgenommen, weil die einfach so wahnsinnig sind im Klang. Er wollte mir diese Tenorflöte aber eigentlich nicht verkaufen. Ich musste ihn überreden, weil er gesagt hat, die kann nur ein Mann spielen mit riesigen Händen. Und eigentlich hat er recht gehabt. Also ich habe Glück, ich habe ziemlich große Hände, also lange Finger. Und es geht, aber am Anfang, wenn ich die in die Hand nehme, dann denke ich jedes Mal, nee, kriegt die Löcher nicht zu. Also das ist ein ziemlich großer Abstand und vor allem sind die Löcher wirklich riesig. Und diese Tenorflöte braucht extrem viel Luft. Also da wird mir sogar manchmal schwindelig. Also das klingt jetzt schlimm, als ob Blockflöte spielen eine Tortur wäre. Nein, aber wenn man es dann hinbekommt, es ist eigentlich eine super Atemschule, ja, dass man wirklich dieses Instrument beherrscht. Und dann klingt die auch wirklich so extrem, also wie ein Ofenrohr, finde ich. Und ja, ist einfach super schön. Das war meine Ganassi-Blockflötensammlung. Ich hätte jetzt noch viel mehr erzählen können zu den Ganassi-Flöten im Vergleich zu den Barock-Blockflöten. Das wollte ich jetzt nicht zu ausführlich machen. Wenn euch das interessieren würde, dann schreibt mir gerne. Schreibt mir in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail, ob ihr euch das wünscht. Und dann kann ich das gerne auch mal machen. Also die Bauweise, die Griffweise. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt beim Zuhören und Zuschauen. Und ich sage wieder bis zum nächsten Freitag. Tschüss!